Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück im Feldversuch XL. Ja, ich weiß, ich habe lange keine Update-Videos mehr gemacht, aber jetzt ist es wieder soweit. Und da Werner eins sehen wollte, Grüße, Werner, das hier ist für dich. Ich wollte heute eigentlich gar keins machen, aber speziell für Werner machen wir das. Er soll ja auch wissen, was hier läuft. Ne? Also, der Renny hat ganz sich echt viel Arbeit gemacht und hat ganz, ganz viel getestet und gemacht und getan und schlussendlich war es an einer Kombination mit Autodrive-Kursen und haben einige Performance-Verbesserungen vorgenommen. Es wird so sein, dass da vorne der zweite Kuhstall rausfliegt. Habe mich bereit erklärt, da auch natürlich dazu beizutragen, dass die Performance besser wird. Habe auch die Schwan runtergefahren. Ihr seht hier bei dem Klee, da bin ich jetzt gerade dran. Also das ist jetzt das Nächste, was hier gemacht wird. Da möchte ich ganz viel Heu draus machen, deswegen steht auch der Xerion da vorne schon mit dem Schwader. Aber jetzt ist es erst nochmal die getrocknete Kleestufe, da müssen wir gleich nochmal rüber. Ich werde den jetzt, wenn der gleich zu Ende ist, werde ich den nochmal rüberfahren. Ansonsten habe ich auf der 38 tatsächlich komplett das Zeug weggefahren. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist komplett runter. Bis auf eben, und da wollte ich euch mitnehmen, diese denkwürdigen letzten Meter hier, ne? Ansonsten ist das, klar, bis auf so ein bisschen Streuverluste rechts und links, ist dann tatsächlich alles runtergekommen. Also hier liegen jetzt noch zwei Häufchen. Da die Ecke, weiß ich noch nicht, ob ich das wegfahre. Ja, ansonsten, Hof ist ein bisschen zurückgebaut. Diese Tankstelle ist weggekommen. Die BGA, die auf dem Hof war, ist weggekommen. Aus alles Performance-Nummern. Wir können auch mal eben gucken gehen. Ich habe hier zwei neue Silos hingebaut für Pflanzenschutz und Flüssigdünger, weil ich jetzt mehr Zeug anbaue. Ich sage euch auch warum. Die Grassilage-Nummer ist nämlich vorbei. Ne? Wir können aber mal eben erst hier, hier vorne runtergehen. Ihr seht da vorne, das Grassilage-Ballenlager ist voll. Da liegen irgendwann um die 420 Grassilage-Ballen drin. Ne? Und keine Ahnung, warum mir Pflaumenpaletten hier jetzt gerade angezeigt werden, aber gut, das ist halt so. Da vorne, da wo die Tankstelle ursprünglich war, also steht jetzt unsere neue Rubicon, habe ich übrigens aufgekauft. Wie gesagt, ich möchte mehr in Standardfrüchte machen, dann brauche ich natürlich so ein Ding. Und hier liegen auch nochmal irgendwie fast 200, liegen wahrscheinlich sogar 200 Grassilageballen noch drin, ne? Am Ende des Tages werden wir unsere Kühe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versorgen können. Mit Grassilage. Und dann geht's auch gut hier, ne? Na, Bertha, läuft das? Ich habe zwischendurch ein bisschen Milch verkauft. Aber auch das, die Preise sind schon wieder unterirdisch. Die waren irgendwie bei 2200 Euro. Wir können mal eben gucken, weil die Preise, ohne Quatsch, lieber Leute, die Preise ist wirklich traurig. Also die war tatsächlich hier beim Vierhandfutterankauf bei 2200 Euro. Dafür habe ich halt 30.000 Liter verkauft. Ist auf jeden Fall gut. Ansonsten, gut, Soja steigt noch, wohl 1700 ist auch nicht verkehrt. Ne? Wir könnten auch das Soja nochmal verkaufen. Überlege ich noch. Es ist so, dass wir derzeit, wenn es die Performance erlaubt, dürfen wir drei Helfer einstellen. Da könnte ich ja einmal den mit Soja noch anstellen. Ne? Obwohl, ich muss erstmal gucken, als erstes mal den hier. Ne? Der darf jetzt nochmal eben den Rest hier wenden. Dann fahren wir den einmal vom Feld runter und koppeln das einmal ab und wieder an. Dann müsste auch Heu draus kommen. Also ihr seht, dazwischen sind so ein paar Grasflecken, die halt unglücklich sind. Moment mal, ich muss mal eben den Abfahrer entlassen. Und dann werde ich das hier auch noch eben wenden, die kleine Ecke hier. So. Einmal runter vom Feld. Also ich weiß nicht, ob man vom Feld runter muss, aber es macht auf jeden Fall Sinn, das mal einmal zu tun. So, und dann fahre ich den wieder rauf. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt... jetzt müssten wir nämlich Kleeheu rauskriegen. Ich mache einmal eine richtig große Nummer Kleeheu. Dann haben wir nämlich Heu genug für die Kühe, ne? So, guck mal hier. Ja, dat, jetzt, das kann man mal ordentlich unterscheiden. Hier. Könnte mein liebes Giants-Entwicklerteam sich mal eine Scheibe von abschneiden, wenn ich mir die Erlen gerade angucke. Ne?
So, Kursbeginn am ersten Wegpunkt. Ja, müsste passen, ne? Macht der jetzt, ne? Oder? Ne, der rechnet hier gerade. Wir machen mal hier am nächsten Wegpunkt. Und? So. Was machst du hier? Du sollst wenden. Ach so, ja, hier so. Ah, guck mal hier, jetzt wird das nämlich Klee. Also wirklich. Guckt euch das an. So soll das sein. Ja, und wenn der ein bisschen fortgeschritten ist, dann können wir den Xerion auch mit draufstellen, ne? Der kann auch die gleiche Bahn fahren. Mit den 10,2 Meter, das sollte eigentlich reichen. Das ist krass, ich habe noch nie, glaube ich, Kleeheu gesehen. Ist das echt so hell? Könnt ihr mir mal sagen. Ist das wirklich so hell danach? Na ihr? Schmeckt euch das frische Kleeheu? Na, ich hoffe doch. Ja, Mädels, ihr werdet leider verkauft. Und ich befürchte auch, also ich verkaufe euch an den Werner wahrscheinlich. Ich sag mal so, der wird euch nicht auf die Wiese stellen, um glücklich zu sein. Das tut mir leid, das wird nicht passieren. Ihr bleibt. Euch, ihr seid safe. Ne? Ihr seid absolut safe. Macht euch keinen Kopf, Mädels. Wir können da vorne mal eben das... ich muss das hier mal angleichen. Ich habe nämlich festgestellt, dass das hier mit der Radlader-Schaufel hier langfahren ist echt mies. Deswegen müssen wir auf jeden Fall die Ebene hier ein bisschen angleichen. Machen wir das mal hier einigermaßen gerade. Gras können wir gleich immer noch hinmachen, ne? So. Ja gut, das ist natürlich da die... So. Müsste ja dann noch passen, ne? Ja, guck mal, so kommt er wieder hoch. Ja, wir werden hier früher oder später auch den einen Baum zumindest umsägen müssen. Weil ich hier dran vorbei muss, ne? Das hilft einfach nichts. Ich möchte die automatisch befüttern lassen. Und dafür muss ich natürlich den Autodrive-Kurs dann da lang fahren. Und da ist nicht... Also ja, kann ich auch mit rückwärts ranfahren machen, aber... Ist da nicht so praktisch. So. Ach ja, wir wollten Soja verkaufen, ne? Wie gesagt. Damit wir unsere Helfer wirklich nutzen können. Ich habe so ein bisschen verpasst. Der Renny hat gesagt, wir könnten ausnahmsweise bis Mitternacht 4 Helfer ansetzen, aber ich hatte einfach keinen Platz für einen 4. Helfer. Hätte ich natürlich gerne gemacht. Aber nicht ist, das ist nicht, ne? Oh ja, ich höre es schon, ne? Das hört man am Getriebe. Wenn der IVT das IVT-Getriebe drin hat, dann kannst du es gut am hören, wie der sich verhält. Kommst du da rein? Oh, das wird nichts, das sehe ich schon, ne? Obwohl der tatsächlich interessanterweise, ja, ich habe den natürlich jetzt ein bisschen blöd reingezogen, aber interessanterweise kannst du den echt nachziehen und dann zieht der rum. Also der Trailer ist schon eine coole Nummer. Stroh, Dünger, Mist, Schweinefutter. Falsche Richtung, glaube ich. Das ist ja irgendwie nach vorne hier. Da, guck mal, da sind wir richtig. Soja. Ja, und was habe ich gesagt, wo musst du hin? Sojabohnen, 1700 waren das, ne? Obwohl jetzt schon, also ich würde schon gerne wissen, wo die hingehen. Hier Getreide AG. Aber das geht so langsam. Ich werde wahrscheinlich so lange nicht auf dem Server sein. Deswegen lassen wir mal schön zu Landhandel Müller fahren, ne? So, können wir eigentlich schon mal sagen, hier mit abladen. Verkaufsstellen. Landhandel Müller. Gibt es nämlich hier die Abladenfunktion, ne? Dann fährt er dahin und lädt schon mal wenigstens ab. Den fand ich verkehrt. Oh, dann fährt der auch schon mal los. Tipptopp. Tschüss. So.
So. Machen wir weiter. Der hat schon so ein bisschen Automatisierungsfeeling mittlerweile. Ach so, guck mal hier. Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt, ne? Bist du jetzt schon einmal rum? War auch cool. Überlege ich gerade, ob ich den anderen gleich, lass ihn gleich schon losfahren. Können wir eigentlich machen, ne? Wie gesagt, drei Helfer dürfen wir. Na komm. Der kriegt dann jetzt den Kurs hier. Hoffentlich habe ich den schon gespeichert. 17. 37. Ne, habe ich gar nicht gespeichert. Guck mal. Der hat hier einen temporären Kurs, Freunde. Ich glaube, ich speichere den mal lieber. MH fällt 41, 10 Meter. So, den braucht der nämlich auch. Fällt 41, 10 Meter. Bitte. Abfahrer einstellen. Nächster passender Wegpunkt. Nicht nächster, sondern erster. Ja, der wird wahrscheinlich dieses nicht gewendete auch mitnehmen jetzt gerade, ne? Weißt du was, wir lassen den, erstmal einmal kommen. Das, der sollte erst nochmal das zweite Mal irgendwie rum sein. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja, aber, was ich euch zeigen wollte, ne? Hier, guckt euch das an. 1 Million Liter Gras liegt hier drin. Und das ist nicht alles, das ist wirklich nur ein Drittel, was ich von dem Feld runtergeholt habe. Der Rest eben in Silageballen. Schon bitter. Achso, ich weiß gar nicht hier. Was ist das denn hier? An, aus. Hab keine Ahnung, was ich jetzt hier angeschaltet habe. Abladeeinstellung. Ach, das Licht. Hier ist Licht angegangen. Guck mal. Das ist auch gut. Licht ist gut. Was ist das hier? Keine Ahnung, was ich jetzt hier an- und ausgemacht habe. Ja, also ihr seht hier 1 Million Liter Gras. Aber wir werden hier Abladeposition bestätigen, wenn wir jetzt nämlich den nächsten nehmen. Weil ich von diesem Feld hier das Kleeheu da reinfahren möchte. Müssen wir sowieso, das ist, wir werden es auch da nur lagern für die Kühe. Oder was anderes. Ich weiß gar nicht, ob wir was anderes damit machen können. Also, ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit davon gesprochen, dass die Preise so im Eimer sind, ne? Milch, 1500 ist alles noch in Ordnung, kann man noch verkaufen, aber guckt euch mal hier den Graspreis an. Gras, wovon wir ja, ne, also die 1 Million Liter in dem Träger wird hier nicht angezeigt, aber ich habe hier schon 280.000, können wir für 81 Euro verkaufen. Jetzt sagt ihr, ey, 81 Euro Mario, Grasilage ging für fast 900 mal zwischendurch. Ja, das war mal. Die Zeiten sind vorbei. Für Grasilage gibt es 15,91 Euro. What? Ich habe keine Ahnung. Echt? Diese Preisnummern, wir haben wirklich... Ja, es sind ein paar Mods deaktiviert worden, aber nichts, was wir nicht von Anfang an... Also die Sachen, die wir am Anfang an drauf hatten, die sind auch drauf geblieben. Als wäre nach dieser ganzen Serverumstellungsnummer und Safe-Game-Veränderungsnummer, als würden jetzt... alle Preise, alle Silageballen, die wir jemals da weggefahren haben, verkauft haben, auf diesen Preis einzahlen und das runterdrücken. So fühlt es sich gerade an. Total abgefahren. Und aus dem Grund, Ackergras auch, ist auch kein guter Preis, wirklich nicht. Aus dem Grund habe ich angefangen, hier für die Pferdegras-Silage was anzubauen. Also ich habe hier Feld 37, da ist tatsächlich Pferdegras drauf, ne? Seht ihr jetzt. Habe ich jetzt angesät. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ich weiß, das muss man einmal wenden, dann schwaden und dann zur Silage pressen. Weil, ne, kann ich euch erzählen, Pferdesilage, das habe ich mir von Mike erzählen lassen, die Pferde mögen das nicht, wenn das so saftig triefend ist, wenn das so richtig durchgezogen ist, sondern die mögen es gerne ein bisschen trockener, ein bisschen faseriger, glaube ich, war die Aussage. Und deswegen werden die nur ansiliert.
anseliert erreichst du natürlich dann hier, indem du einmal wendest, dass also nicht mehr so viel Feuchtigkeit drin ist, und dann silierst. Ja, gibt es eine ganze Menge zu beachten. Die Pferde, die sind ganz schön wählerisch. Also Pferdegrasilage eben nur ansiliert. Nicht so nass triefen, wie die Kühe das fressen möchten. Ja, hätten wir das auch schon mal geklärt, ne? So, der wird jetzt gleich hier hoch und runter fahren. Dann können wir den anderen auch mal starten. Was ist denn hier mit Lantanmüll? Ja, der steht hier schon mal. Und jetzt kriegt das tatsächlich auch nicht hin, ne? Wir gucken uns das mal eben an. Ich würde nämlich sagen, wir ziehen hier tatsächlich mal die Kurse ein bisschen rüber, damit die LKWs auch da einigermaßen reinfahren können, ne? Na gut, geradeaus fahren ist nicht so schlimm, aber der hier, der muss glaube ich wirklich mal ein bisschen rüber. So, das könnte sein, dass er dann besser durchzieht. Also ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass der hier hängen bleibt. Deswegen werden wir den jetzt mal eben manuell daran fahren. Oder wir testen es direkt. Pass mal auf, wir könnten das eigentlich auch direkt testen. Nee, kann ich nicht, weil wir nicht genau wissen, wie der gerade hier ankommt. Nee, wir lassen das, komm. Wir laden das jetzt hier ab. Soja gibt Geld, wollen wir haben. Der Renny hat mir gesagt, dass er überlegt hat, dieses... Oh, Entschuldigung, es juckt die Nase. Das ist vor dem ganzen Soja hier, ne? Dass er überlegt hat, das Kieswerk zu verkaufen. Das wäre natürlich cool gewesen. Hätten wir... Ich glaube, dann das hätten wir uns geschnappt, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir irgendwann mal ein gutes Angebot machen. Dass wir ihm da noch was drauflegen, dass es schmackhaft macht. Allerdings würde ich dann, glaube ich, auch irgendwie mal überlegen, ein paar von den anderen Produktionen zu verkaufen. Also ich habe ja noch diese Pflaumenplantage und eine Apfelplantage. Könnten wir eigentlich dann mal abgeben, ne? So, und du fährst mal hier gleich wieder zurück. Ich habe jetzt die Autodrive-Kurse am Hof wieder eingefahren. Hirschfeld, Hof Mitte. Kannst du mal direkt wieder hinfahren. Genau. So. Das war den. Jetzt könntest du eigentlich mal losfahren, oder? Müsste jetzt eigentlich passen. Wir müssen halt ein bisschen im Auge behalten, ne? So, wir haben doch hier den. Ja, den Axion wollte ich nicht. Ich wollte den Fendt eigentlich haben. Dann könnten wir nämlich direkt hinter dem herfahren und das Heu einsammeln. Ich weiß gar nicht, weiß jemand von euch, ob man. Kann man Klee, Heu. Kann man in diese Haufenlager direkt Ballen reinschmeißen? Hier vom Zottel? Nimmt der auch Ballen an? Wäre schon mal spannend zu wissen, ne? Na, warte mal, ich muss mal die ganzen Punkte ausmachen. Ne? Ich weiß, dass, einige von euch haben ja auch schon mal gesagt, dass das stört. Kann ich auch verstehen. So, und hier werden wir später dann, natürlich, wenn wir das Klee runter haben, also das meiste, werden wir mal mit einem Striegel rüberfahren, ne? Ach, guck mal, den wollte ich auf dem anderen Feld auch noch ansetzen. Bertha, geh mal beiseite hier. Ach, guck mal. Schwupps, weg ist sie. Eine Zauberkuh. Wie viele Helfer habe ich denn jetzt gerade laufen? Das muss ich gerade überlegen. Hier auf dem Feld sind zwei. Und der eine Abfahrer. Ne, dann sind drei gerade im Einsatz. Muss noch ein bisschen warten. Aber es gäbe natürlich die Option, den, der LKW ist gleich fertig, ne? Dann könnten wir...
Ja, wie gesagt, dann könnte ich die Fastbear eigentlich fahren lassen. Und das einsammeln. Aber ich müsste es testen, ob das wirklich das annimmt. Da testen wir jetzt gleich. Aber hier auf der Karte liegt nämlich, der Fläche liegt nämlich noch ein Ballen rum. Den könnte ich ja mal mit dem... mit der Hirschfeldlage einmal mitnehmen. Ich überlege gerade, warum hier die Schwarz so klein ist. Könnt ihr fast den Eindruck gewinnen, das wird weniger. Aber ich glaube, ich habe den mal... ich habe den, glaube ich, mal fahren lassen, ne, mit dem... da liegt der eine Ball. Ja, hier ist die Schwarz auch größer. Ich habe die Fastbait zwischendurch mal fahren lassen, um Kleesilage zu generieren, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich meine aber tatsächlich, dass diese Lager komplett Bulk annehmen. Da ist auch der LKW. Ja, ich habe hier ein paar Bäume hingesetzt, damit es nicht ganz so kahl aussieht. Ich fand die Fläche aber wirklich urkahl. Was ich cool finde, ist, dass Zoll hier die komplette Fläche als Trigger gemacht hat. Ja, aber guck mal hier, da haben wir nämlich jetzt das Problem. Das kann kein Kleeheu. Okay, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Abladeposition wählen. Kleeheu wird hier nicht angenommen. Na bravo. Mein lieber Zoddel, was ist denn das für eine Nummer? Mal gucken, was die Dinger können. Aber hier steht ja fast alles drin, ne? Grassilage, CCM, Fresh. Ja, aber Kleeheu ist dann da tatsächlich nicht dabei. Ja. Wir können auf jeden Fall ein bisschen bei uns ins Lager reinfahren, ins Silo. Aber die Nummer können wir nicht lange fahren. Oh weia. Und jetzt haben wir hier komplett Kleeheu liegen. Auf dem Feld. Ach, guck mal hier, die Halle habe ich da in den Weg reingebaut. Muss ich auf jeden Fall nochmal gerade ziehen. Also hier müsste er auf jeden Fall Kleeheu annehmen. Ja, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann hilft nichts, dann müsste er noch eine Zeit lang auf dem... Oder wir könnten es tatsächlich pressen und dann können wir es in die Lager von Andreas reinfahren. Ne? Der kann das, oder? Kleeheu Quaderballenlager. Guck mal hier. Da gehen 120 rein. Aber wieso ich Andreas kenne? Klee Luzerne Heu. Kleeheu Quaderballenlager. Na bitte. So, tatsächlich gucken, überlegen, wie wir das machen am sinnvollsten. Eigentlich würde das hier sogar ganz gut passen, ne? Muss halt ein bisschen tief sitzen. Kann hier nicht platziert werden, ja, weil der Radler da wahrscheinlich steht, oder? Hm. Also... oder wollen wir es auf den Hof setzen? Wir könnten es auch hier, dann wäre es auch nicht so weit von den Kühen weg. Ne? Am Ende des Tages würden wir sowieso mit dem LKW da ranfahren. Da muss ich alle wieder nachmalen hier. Aber eigentlich wird das hier schon ganz gut stehen. Das macht schon irgendwie auch Sinn. Ja. Jo. Meint ihr auch, ne? Kleeheu Quader habe ich jetzt hier, ne? Habe ich bitte sag mir, dass ich Kleeheu Quader habe. Doch, ich habe Kleeheu Quader.
da letztens extra noch eine Presse gehabt, dann könnten wir nämlich direkt mitfahren lassen. Ja, wir müssen ja ins Lager, wenn wir jetzt schon vorne nicht reinkriegen. Ja, hier ist gut. Komm. Ja, und genau das ist nämlich das Thema. Kann ich direkt den Landschaftsbau starten hier. Ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Da können wir, glaube ich, die Ecke ruhig ein bisschen hochstehen. Ich möchte halt dieses Gras nicht komplett verlieren hier, ne? Hier vorne ist aber, glaube ich, okay. So. Aber wir machen hier natürlich dann den Schotter auch drunter. Den haben wir ja überall. Machen wir den hier auch drunter. Guck mal, den können wir gar nicht überall drunter machen. Da scheint es wohl hier ein Machen wir hier ein bisschen Forstboden noch wieder rein. Ja, machen wir nachher auch noch Gras rein. Ja, wie gesagt, es muss ein bisschen, ihr wisst, es muss ein bisschen unordentlich aussehen. Sonst ist das nicht authentisch, ne? Da hinten haben wir keinen Beton mehr. Wir haben das Lager jetzt ja auch wirklich mitten in die Pampa hier reingesetzt. So, hier war der Weg. Und dann werden wir noch ein bisschen Gras setzen. Wichtig ist mal, dass der Beton hier auch wegkommt, ne? Den will ja wirklich keiner. So, guck mal. Ich finde, das passt doch schon. Hm? Meint ihr? Ja, ne? So. Ja, aber doch ein schönes Klee-Gras-Silage-Gedöns. Klee-Heu-Lager, hoffentlich. Aber. Dann kann ich den Ladewagen erstmal wegstellen. Und ja, holen wir jetzt nämlich die Presse raus. Eine Presse raus. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich es hingestellt habe. Ich bin ehrlich. Hatte ich die nicht an dem Fast-Truck hinten dran? Wo habe ich denn die... Ich hab so die Quadrant, oder? Ja, ich habe eine Quadrant, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wo ich sie hingestellt habe. Ich werde die finden, keine Sorge. Ach, guck mal da, ich sehe sie doch schon. Ein leichtes. Wenn wir nämlich direkt hinterher fahren und sammeln das Kleeheu einfach so ein. Und dann können wir nämlich auch testen, ja, machen wir gleich. So. Da der eine Abfahrer jetzt leer ist, können wir das mit dem jetzt, können wir den jetzt einstellen hier. Feld 4110 Meter war das. Felderweit Abfahrer einstellen. Erster Wegpunkt. So, der fährt 20 Sachen. Der wird jetzt natürlich erstmal hier das ganze Stück ohne fahren, aber das ist nicht schlimm. Kann er ruhig machen. So, und was wird das hier?
Das ist ja ein Spitzenwendemanöver, dass du hier startest, Freundchen. Mal gucken, was hier die Einstellungen dabei sind. Eine Wende auf dem Feld aktiviert. Also nur, das ist nur wirklich Quatsch, was du hier versuchst, Freundchen. So, du solltest ja eigentlich jetzt hier so rumfahren. Und dann hier weiterfahren. Ich könnte mal die Schaltung ausmachen. Vielleicht macht er das dann gleich besser. So, hoffen wir mal, dass das nachher mit der Presse dann auch einigermaßen funktioniert. Aber da nimmt die Presse schon mal auf. So, kriegst du das jetzt hier hin? Okay, wendet auf jeden Fall schon mal. Wir können, also die Presse von dem Strohgebirge sein, und wäre schon cooler, ne? Ja, dann macht er hier natürlich solche Unschwalen. Also wir müssen auf jeden Fall das Vorgewinde gleich fertig haben. Was macht er jetzt? Das ist doch kein Kleeheu, oder? Was macht er da? Kleeheu. Das sieht aber nicht aus wie Kleeheu, Freundchen. Mal gucken, was hier rauskommt. Kleeheu, tatsächlich. Aber das sah doch da hinten viel heller aus, oder? Irre ich mich da? Ach, das ist noch ein Ballen. Ja, pass auf, ich weiß, was das ist. Das ist noch ein Ballen Sojastroh. Also, warum der hier mit der Wendenummer nicht klarkommt? Kann ich denn ernst sein hier? Jetzt hat ja auch die Schaltung wieder. Wisst ihr, was wir testen und mal. Vielleicht kommt der nicht klar damit, dass der. Ach, komm, hier, dreh die Kabine mal. Also, es könnte an der Kabine auch liegen. Dass der das nicht hingekriegt hat. Obwohl, ich glaube, ich habe das bei dem schon mal gehabt. Vielleicht liegt er doch an dem Schwader. Oh, ich weiß schon, scheint der auch EVT wieder an. So, liebe Leute, aber, hey, wir haben jetzt schon wieder ein langes Update gemacht. Werner, ja, es sind nicht ganz 2 Stunden geworden, es tut mir leid, aber... Wir haben ein Update gemacht, war gar nicht geplant und das alleine nur für dich. Diese Folge ist Werner gewidmet. Schreib's rein, Hashtag Widmung. Und dann, ja, ich mache hier noch ein bisschen weiter, ne? Guck mal, wie das hier läuft. Wir werden auf jeden Fall, ich habe noch nie in meinem Leben Pferdesilage hergestellt, Pferdegrassilage. Das werden wir machen. Und wenn das letzte ist, was ich hier auf dem Server zusammenbringe, wir machen irgendwie Pferdegrassilage. Keine Ahnung, wie das geht. Aber wir kriegen das hin. Bis dahin. Alles Gute. Bye, bye und ade.